Bist du gerade verheiratet und fragst dich, wie ihr jetzt eigentlich gemeinsam in eurer Ehe eure Steuererklärung am besten macht? Wenn ja, dann bist du in diesem Video genau richtig, denn wir schauen uns mal die Zusammenveranlagung und die Einzelveranlagung genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn du verheiratet bist, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie du deine Steuererklärung machen kannst. Einmal mit dem Ehepartner zusammen, gebt dann zusammen eine Steuererklärung ab und bekommt dann auch einen Steuerbescheid mit einer gemeinsamen Steuerschuld, die ihr dann bezahlen müsst. Oder ihr gebt beide separat voneinander eine eigene Steuererklärung ab und bekommt dann auch beide separaten Steuerbescheid. Wann was günstiger ist, das schauen wir uns jetzt im Detail an. In den allermeisten Fällen kannst du davon ausgehen, dass die Zusammenveranlagung, also die gemeinsame Steuererklärung und der gemeinsame Steuerbescheid für dich günstiger ist. Und das ist auch der Grund, warum das Finanzamt standardmäßig eigentlich davon ausgeht, dass du als Ehepaar oder Partner eine gemeinsame Steuererklärung machen wollt. Das ist immer dann interessant, wenn die Ehepartner unterschiedlich viel verdienen. Ab einem Einkommensunterschied zwischen den Ehepartnern ab ungefähr 5% macht meistens die gemeinsame Veranlagung Sinn. Um euch ein Beispiel zu geben, wenn der eine Ehepartner ein Einkommen hat von 100.000 Euro und der andere Ehepartner gar kein Einkommen hat, dann liegt der Steuervorteil schon bei 8.000 Euro. Dieser Steuervorteil kann natürlich auch noch höher sein, wenn die Einkommensunterschiede noch größer sind, aber ab ungefähr 5% lohnt sich das in der Regel steuerlich. Was passiert eigentlich bei der Zusammenveranlagung? Da wird das Einkommen der beiden Ehepartner zusammen in einen Topf geworfen und dann ist in der Berechnung der Einkommensteuer, also die Formel, die im Einkommensteuergesetz beschrieben ist, wie sich eigentlich die Steuer berechnet, da habt ihr die doppelten Freigrenzen und Freibeträge. Nehmen wir als Beispiel den Grundfreibetrag. Jeder Steuerpflichtige in Deutschland kann ja erstmal ungefähr 10.000 Euro verdienen, bevor überhaupt Steuer anfällt. Bei Ehepartnern, wo die Einkommen von zwei Personen zusammengerechnet werden, da habt ihr dann ungefähr 20.000 Euro, die ihr grundsätzlich erstmal steuerfrei habt. Und das führt dann dazu, aufgrund des progressiven Steuertarifs, dass ihr bei unterschiedlich hohen Einkommen am Ende weniger Steuern zahlen müsst. Davon zu unterscheiden ist die Einzelveranlagung. Die Einzelveranlagung ist eigentlich eine ganz normale Steuererklärung. Das heißt, eine Steuererklärung, wie du sie auch machen würdest, wenn du ledig bist. Jeder Ehepartner gibt seine eigene Steuererklärung ab und hat seine eigenen Freibeträge. Und dadurch bekommt auch jeder anschließend Steuerbescheid und jeder hat seine eigene Steuerschuld. In einigen Fällen ergibt es durchaus Sinn, bewusst eine Einzelveranlagung zu wählen. Und wann das der Fall ist, das schauen wir uns mal an. Das sind natürlich nicht alle Situationen, und es gibt durchaus andere Konstellationen, wo auch eine Einzelveranlagung Sinn ergeben kann. Aber diese fünf Beispiele, die treten meiner Erfahrung nach in der Praxis durchaus häufiger mal auf. Das erste Beispiel ist immer dann gegeben, wenn ein Ehepartner einen Gewinn macht und der andere Ehepartner einen Verlust. Nehmen wir ein relativ simples Beispiel. Ein Ehepartner hat ein Einkommen von 50.000 Euro und der andere Ehepartner, der macht einen Verlust von 50.000 Euro. Wenn ihr jetzt gemeinsam eine Steuererklärung macht, dann habt ihr ein Einkommen von 0 Euro, weil plus 50 minus 50.000 sind 0 Euro. Das bedeutet dann, dass ihr auch keine Sonderausgaben absetzen könnt, keine Kinderfreibeträge nutzen könnt, keine außergewöhnlichen Belastungen benutzen könnt. Das heißt, all das, was ihr in der privaten Einkommensteuererklärung normalerweise berücksichtigen könnt, könnt ihr dann nicht berücksichtigen. Wenn ihr in so einem Fall aber eine getrennte Steuererklärung macht, das heißt, die Person mit dem 50.000 Euro positiven Einkommen, die kann dann alle möglichen Kosten steuerlich geltend machen und die Person mit dem Verlust, da geht der Verlust aber auch nicht verloren, weil man Verluste auch im Jahr zurück oder vortragen kann. Das heißt, auch die Verluste können steuerlich verwendet werden. Und damit gehen erstens die ganzen steuerlichen Absetzbarkeiten nicht verloren und auf der anderen Seite auch nicht die Verluste. Und das führt dazu, wenn du einmal einen Gewinn und einen Verlust in einer Ehe hast, dass es in der Regel günstiger ist, wenn ihr eine getrennte Veranlagung wählt. Das zweite Beispiel sind sogenannte Lohnersatzleistungen. Beispielsweise Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld und so weiter. Dieses Geld muss nicht versteuert werden. Das heißt, dieses Einkommen ist steuerfrei. Aber sie unterliegen dem Progressionsvorbehalt. Was bedeutet das? Progressionsvorbehalt sorgt immer dafür, dass das übrige Einkommen eines Jahres mit einem höheren Steuersatz versteuert werden muss. Und wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Ehepartner ein ganzes Kalenderjahr beispielsweise Elterngeld bezogen hat, dann ist dieses Einkommen ja steuerfrei, sorgt aber dafür, dass in einer gemeinsamen Steuererklärung das Einkommen des anderen Ehepartners mit einem höheren Steuersatz versteuert werden muss. Und um das zu retten, könnte man in so einem Fall eine getrennte Steuererklärung wählen, denn zahlt die Person, also der Ehepartner mit den Lohnersatzleistungen gar keine Steuer, weil dieses Einkommen ja steuerfrei ist. Und das Einkommen des anderen Ehepartners ist aber nicht negativ dadurch beeinflusst, dass der andere Lohnersatzleistungen bekommt. In solchen Fällen kann es durchaus Sinn ergeben, die getrennte Veranlagung zu wählen. Ein drittes Beispiel geht in eine relativ ähnliche Richtung. Da geht es um Abfindungen.
Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Ehepartner in einem Jahr nicht besonders viel verdient hat, aber eine sehr hohe einmalige Zahlung in Form einer Abfindung erhalten hat, dann gibt es da eine Steuervereinfachungsregelung, das ist die sogenannte Fünftelregelung. Möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber beschäftige dich mal damit, wenn das Thema Abfindung für dich aktuell ist. Das sorgt aber dafür, dass es immer steuerlich günstiger ist, wenn diese eine Person in diesem Jahr quasi eine eigene Steuererklärung abgibt und nicht gemeinsam mit dem Ehepartner veranlagt wird. Ein viertes Beispiel sind die sogenannten außergewöhnlichen Belastungen. Das sind häufig so bekannt als die Gesundheitskosten, die du in der Steuer absetzen kannst. Ich habe zum Thema außergewöhnliche Belastung auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Das heißt, wenn du gar nicht weißt, was außergewöhnliche Belastungen sind, dann schau da unbedingt einmal vorbei. Wenn zum Beispiel ein Ehepartner sich in einem Jahr die Zähne machen lassen hat oder irgendwelche Zahn-OPs hat, das sorgt ganz häufig dafür, ohne Zahnzusatzversicherung, dass da sehr viele Kosten entstehen, die dann auch angesetzt werden können steuerlich. Aber in der Steuererklärung muss von den außergewöhnlichen Belastungen immer ein Betrag der zumutbaren Belastung abgezogen werden. Und wenn ihr jetzt eine gemeinsame Steuererklärung macht, dann führt das dazu, dass die Berechnungsbasis, also die Berechnung der zumutbaren Belastung, auf euer beider Einkommen beruht. Das heißt, euch wird viel mehr an Kosten zugemutet, was dazu führt, dass ihr viel weniger steuerlich ansetzen könnt. Wenn ihr jetzt aber eine getrennte Veranlagung wählen solltet, dann führt es dazu, dass die eine Person, die diese außergewöhnliche Belastung sehr viel höherer hat, einen viel kleineren Betrag an zumutbarer Belastung hat. Das heißt, viel mehr von dieser außergewöhnlichen Belastung tatsächlich steuerlich ansetzen kann. Und der andere Ehepartner hat dann einfach gar nichts, sorgt aber mit seinem Einkommen nicht dafür, dass dieser Steuerbetrag der zumutbaren Belastung nicht unnötig groß ist. Ein fünftes Beispiel, wann eine Einzelveranlagung durchaus Sinn ergeben kann, ist rund um das ganze Thema Kirchensteuer. Wenn wir zwei Ehepartner haben und einer verdient mehr als der andere und derjenige, der weniger verdient, ist kirchensteuerpflichtig und derjenige, der mehr verdient, ist in keiner Kirche Mitglied, das heißt, muss keine Kirchensteuer zahlen, dann ist das aber so, dass die Berechnungsbasis der Kirchensteuer natürlich die gemeinsame Steuerberechnung ist. In so einer Situation kann das dazu führen, dass quasi der Besserverdiener so durch die Hintertür plötzlich kirchensteuerpflichtig wird oder zumindest sein höheres Einkommen dafür sorgt, dass der insgesamt mehr Kirchensteuer gezahlt werden muss. Die Frage, die sich jetzt mit Sicherheit aufdrängt, ist, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr gemeinsam eine Steuererklärung machen wollt oder getrennt und wie erfährt das Finanzamt das eigentlich? Die gute Nachricht ist erstmal, ihr könnt das jedes Jahr neu wechseln. Ihr könnt erst getrennt veranlagen, dann wieder zusammen, dann wieder getrennt, dann nochmal getrennt, dann wieder zusammen, dann wieder zusammen, dann wieder getrennt. Das heißt, ihr könnt jedes Jahr hin und her wechseln, wie ihr nur irgendwie wollt. Natürlich könnt ihr unterjährig nicht wechseln, weil ihr eure Steuererklärung ja immer für ein gesamtes Jahr macht. Dafür müsst ihr im Hauptvordruck der Steuererklärung immer das Häkchen setzen bei Einzelveranlagung. Dann weiß das Finanzamt, dass ihr das gerne wollt, dass ihr getrennt betrachtet werdet. Wichtiger Punkt an dieser Stelle, wenn du irgendein Steuererklärungstool verwendest, Smartsteuer, Taxfix, Steuerbord und so weiter, dann berechnen diese Tools im Hintergrund immer beide Szenarien. Das heißt, sie berechnen einmal, wie viel Steuern müsstet ihr zahlen, wenn ihr zusammen veranlagt und wie viel müsstet ihr zahlen, wenn ihr getrennt veranlagt. Und in der Regel sagen euch die Tools auch, was ist günstiger und fragen euch dann auch, was ihr wählen wollt. Ihr solltet natürlich das wählen, was für euch steuerlich günstiger ist. Und wenn ihr unser Mandant seid, dann müsst ihr euch um das ganze Thema eigentlich gar keine Gedanken machen, weil selbstverständlich berechnen wir für euch auch beide Szenarien und wählen dann für euch das für euch finanziell günstigere. Abschließend zu diesem Video nochmal einen wichtigen Hinweis, und zwar, wann habe ich eigentlich die Möglichkeit, die Zusammenveranlagung oder die Einzelveranlagung zu wählen? Also, wann habe ich überhaupt diese Möglichkeit, das zu nutzen? Und zwar müsst ihr erstens beide steuerpflichtig in Deutschland sein. Zweitens müsst ihr verheiratet sein, das heißt, ihr solltet irgendwie einen Trauschein oder so haben. Und drittens müsst ihr mindestens einen Tag in dem Jahr verheiratet gewesen sein. In der Theorie reicht es, wenn ihr am 31.12. geheiratet habt, dann wart ihr an einem Tag in dem Jahr verheiratet. Oder wenn ihr euch scheiden lassen habt, am 1.1. des Jahres beispielsweise, dann habt ihr die Möglichkeit, die Zusammenveranlagung zu wählen oder eventuell auch freiwillig die getrennte Veranlagung. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen und du weißt jetzt, wie du oder ihr als Ehepaar eure Steuererklärung am besten machen könnt. Wenn du dazu noch Fragen hast, ich weiß, dazu gibt es insbesondere sehr viele individuelle Fälle, dann schreib deinen Fall doch gerne mal unten in die Kommentare und ich versuche dir weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt aber denkst, das Ganze ist viel zu kompliziert, du hast mit deiner Selbstständigkeit sowieso schon genug zu tun, das ist doch ein Job, das ein Steuerberater für dich erledigen sollte, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann solltest du einen Steuerberater beauftragen.
Zum Beispiel nämlich uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Schau aber auch unbedingt in unserer Online-Community vorbei. Wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir einfach eines unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier. Bist du gerade gestorben und weißt nicht?